Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims Let's Play Folge. Voll creepy, oder? Ich bin Daniel von Simfans.de. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, euer Ton ist nicht kaputt. Hammer, oder? Voll krass. Nico ist hier unterwegs, unser obdachloser Sim. Oh, Stinktiergestank hier. Wo war ein Stinktier? Das haben wir jetzt gar nicht gesehen. Hallo? Wir haben noch nicht das Tiererkundungslevel. Hier sind überall Streuner. Tiererziehungslevel 3, damit wir hier die Sachen erkunden können. So rum. Ja, wir sind unterwegs und ihr habt alle Hunger, ne? Wollt ihr nicht mal mitkommen oder so? Balken. Aktive Hunde sind zudem eine gute Weile ruhiger. Ja, mach doch mal. Komm, chill mal. Oh, wie toll. Oder unser Nico. Ja, was macht denn unser Fuchs? Unser Grümel, der kommt jetzt hier angesprungen. Du läufst hier wie so ein Corgi, muss ich dir sagen. Unser Füchschen. Kommst du angesprungen? Beschützt du uns. Oh, voll hingebieselt, die Arme. Alles stinkig hier. Umarm den mal. Langsam wird's auch kalt, würde ich sagen, oder? Wird es dir nicht kalt? Ist das hier irgendwie stinkendes Tier, stinkt hier Gestank und unwohl schmutzig. Wurde angepieselt oder was? Und auch verrückt ist er auch noch. Mach nochmal Liebe spüren, es gibt nochmal 100 Punkte. Das ist so toll. Ja, und unsere Merkmale, die gehen auch nach unten. Wir haben kein Bonusmerkmal. Wenn du so weitermachst mit deiner Phase, Nico, unberechenbar, er ist rebellisch und gemein, der ist ausgezogen aus dem Modern Woodhouse. Oh, wie knutschig süß hier. Und wir müssen uns jetzt selber durchschlagen. Und als nächste Challenge kommt jetzt hier auch noch dazu, dass wir hier Winter haben, Wetter, ja. Ich würde sagen, wir brechen hier mal ein in das, haben wir den Fuchs, wo ist der Fuchs? Da ist der Fuchs, Krümelfuchs. Wir brechen hier mal ein ins American Family House, das gucken wir uns an, weil da haben die bestimmt eine coole Dusche, weil das haben wir jetzt keine. Und vielleicht können wir auch dort dann so ein bisschen chillen, die haben ja einen Whirlpool auch. Ich hoffe, die sind zu Hause. Das ist immer die Sache, da kommt man nicht rein. Wir müssen unbedingt auch, man kann so viel machen, ne? Aber das braucht alles so viel Zeit. Kleptomanie, Schelmfähigkeit könnte man machen, Werkbank-Sachen. Ihr habt so tolle Kommentare wieder geschrieben, was wir mit Nico alles machen können. Ich möchte jetzt auf jeden Fall mal den Grümelfuchs trainieren, damit wir hier die Sachen ausgraben können. Dann können wir nämlich vielleicht ein bisschen was finden, was uns dann auch Geld bringt. So ein bisschen Jäger- und Sammler-Gameplay machen, ne? Ja, also. An Tür klopfen. Klopf mal an die Tür. Oder spielt ihr Basketball? Im Winter. Ja, das sind wieder die Amis. Ja, so ist das wohl. American Family House habe ich mal gebaut. Könnt ihr euch angucken hier im Channel. Gibt es auch in der Die Sims 4 Galerie als Download, wie alle meine Häuser, außer Nikos Hütte. wenn ihr das mögt. Ja, so, wir haben noch nicht hier komm rein gehört. Ah! Klopfst von innen an. Daniel hat die Haustür falsch rum platziert. Das ist auch geil. Ah, wie cool. Ah, ich liebe es. Nee, oder? Oh. Ja, cool. Wir dürfen rein. Hallo. Oh, die kleine Maus kommt hier runter. Das ist das American Family House. Sieht auch bei Schneewetter Hammer aus einfach, oder? Ja, schon damals einen Wintergarten eingeplant. Wir haben eine Garage mit tollen Sachen und alles. Alles, was Nico nicht hat. Und einen beleuchteten Pool. Komm, wir chillen erstmal im Whirlpool, oder? Nee, wir müssen erstmal ein bisschen duschen. Das dulden wir hier nicht. Komm, der bestimmt. Der ist gleich schon mal auf Klo gegangen. Guck mal hier. Ist gleich mal auf Klo, dann dusche ich auch nochmal. Hier oben aber viel geileres Bad. Daniel weiß Bescheid. Ja, selber gebaut. So, dann kannst du hier mal ein Schaumbad nehmen. Das machen wir doch mal. Ja. Denen geht's gut hier. Die können ruhig mal ein bisschen hier Platz machen für uns. Dann wäre nämlich nochmal ein Bad. Die brauchen sich eh nicht beschweren hier, oder? American Family House. Es geht noch weiter. Naja, wir haben nochmal ein Stockwerk, Leute. Ja. Da sind denn die Kinderzimmer untergebracht. Teenager-Kinderzimmer. Je nachdem, was man will. Und dann haben wir noch ein Turmzimmer oben auch noch. Mhm. Da wird es dir auch gut gehen, Nico. Hammer, oder? Wir müssen das Haus irgendwie ins Let's Play bringen. Wie können wir das machen? Welche Family könnt ihr einziehen? Das wäre doch auch nicht schlecht, wenn wir da das machen könnten. Hey, dem geht's hier aber gut hier, ne? Wie ein Gott hier. Meine Fresse. Was ist schon sagen? Traurig, schlief, schlief, weil unberechenbar. Schmutzig geht runter. Er ist noch müde, ist er auch noch. Krümel ist auch da, hallo. Hallo, Krümel. Willst du auch baden? Muss auch mal gebadet werden, ne? Ich baden wir, glaube ich, auch dann danach. Küssen. Und Kumpel werden. Wo ist es jetzt? Kumpel werden. Oh, wie geil. Wir sind Kumpel.
Und dann Tierpflege, oder? Nee, wir machen hier einfach auf der Badewanne Krümel baden. Ja, Nico, dir geht's gut. Also so schlimm ist das, glaube ich, gar nicht, obdachlos zu sein. Und die juckt's auch gar nicht hier, ne? Die Family. Oh, mein Hund ist eingefroren. Geh mal zur Tierklinik. Geh mal zur Tierklinik. Weil, ja, dass wir hier das Haus für uns haben. Sehr gut. Jipsi. Ist noch niemand gekommen, der uns rausgeschmissen hat. Wie witzig ist das denn? Die Dusche ist auch eingefroren. Ich glaube, das ist ein Bug aber dann, ne? Das ist, glaube ich, ein Bug hier. Weil so kalt kann es jetzt auch nicht sein, oder? Nee. Die ist nicht eingefroren. Ist aber komisch jetzt. Haben sie vielleicht das gleiche Glas genommen wie bei irgendeinem Fenster aus Versehen? An den Spieldateien. Yay, yeah, wir sind jetzt Kumpel. Oder? Sind wir schon Kumpel? Wir müssen uns mal knutscheln. Knutsch dich mal. Knutsch dich mal ab. Oh ja, komm, ich krieg den Knutsch. Ah, wir sind ja gar nicht getroffen, richtig. Mensch, Nico. Ich mag Nico total. Der ist so cool. Der ist so cool. Wer hätte gedacht, dass so ein süßes Kind mal sowas hier treibt, oder? So eine Story hier bekommt. Finde ich genial. Ach, die Stiefel, ne? Das sind so richtige mit roten Sohlen. Sehr gut. Oh. Das Kind ist auch da. Das freut sie, ne? Das Kind, dem Kind macht es nichts aus. Die Eltern können ein bisschen maulen. Traut sich nicht so richtig, ne? Der guckt immer so ein bisschen her und dann wieder weg. Meine Badewanne. Krümel. Wir haben jetzt alle Krümel weg. Okay. Ein bisschen goldig. Sehr toll. Jetzt müssen wir noch Essen fassen. Die Mutter spielt hier im Oma-Paradies im Puppenhaus rum. Ach, wie geil. Und haben die irgendwas zum Essen gemacht? Können die mal was zum Fressen machen? Guck mal, nicht mal der Hund hat was zum Fressen. Ihr Luschen, ihr. Echt mal. Dabei haben wir sogar Futterschüssel und alles, hat Daniel hier eingeplant. Ja. Es gibt echt nichts zum Essen. Ihr seid aber auch wirklich fies. Schneit schon wieder. Oder immer noch? Nee, ich glaube wieder, ne? Mitten in der Nacht. Ja, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir uns hier so ein paar Nuggets oder so holen, ne? Schnelle Mahlzeit essen. Hol dir mal ein Haferbrei. Ne, Hähnchen-Nuggets. Die stehen auf Hähnchen-Nuggets, würde ich jetzt mal sagen. Kocht jetzt was? Ne, die geht raus. Wieso gehst du raus? Oh, draußen schneit es ja. Was ist denn hier passiert? Eigentlich bin ich ja voll müde. Ja, geh mal schlafen, komm. Oder nee, geh nicht schlafen, sonst haben wir nämlich keinen Platz mehr im Bett. Wir müssen nämlich auch schlafen. What? Was macht die Katze auf der Leine? Das habe ich auch noch nie gesehen. Du bist auch verfroselt hier. Ihr seid alle verfroselt. Das ist ja auch witzig. Ich komme die Katze auf die Leine hoch. Müssen wir gleich mal ein Screenie machen, oder? Bleib mal noch ein bisschen oben. Wir wollen nicht screenen. Screenies machen wir mit der Katze auf der Leine hier. Du stehst ja gar nicht richtig auf der Leine drauf. Voll fail hier. Voll fail. Voll fail hier. Katze auf der Leine. Wie toll. So ist auch schön. So ist es auch schön. Oh. Creepy Cat hier. Bist immer noch am Baden? Ach nö, das ist wieder dieser Schiedebug, aber den haben wir schon länger. Das ist nie mehr aufhört zu baden, ja. Ach man, ist das doof. Objekt zurücksetzen. Abbrechen. Komm, Nico. Komm jetzt, das kann jetzt nicht sein hier. Nein. Nikolein. Wie schön das jetzt hier wieder aussieht. Wow. Das ist nicht mehr so creepy düster, ne? Hammerhart hier. Ah, mit den... Boah. Hey, die haben uns ja auch reingelassen, ne? Wir haben uns ja vorgestellt. Wir haben gesagt, hallo? Jetzt kommt die hierher. Das dulden wir ja nicht. Vielleicht hilft das was. Aber wir sind leider hier festgebackt. I'm sorry. Hihi, grinst auch.
Das ist diese übertriebene Höflichkeit der Amis. Grinsen, wie wenn's ihnen gefällt und sagen, aber I'm so sorry. Ja, das wäre ein Cupcake gut, ja. Ich müsste mal aufs Klo, geh mal raus. Das ist noch ein anderes Klo, Mädchen. Als mal ernsthaft, was machen wir denn jetzt? Soll ich jetzt wieder reisen oder wie? Ja, wir sterben ja noch. Und bis dir ist es auch sogar kalt. Ja, die haben noch kein Temperaturmessdingens da. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen nach Hause, oder? Wow, das ist halt echt der Hammer, oder? Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Jetzt sag mal ehrlich. Ich lobe mich schon wieder selber, ich weiß. Aber es ist doch, sorry, aber es ist einfach geil. Jetzt müssen wir irgendwie ins Let's Play reinbekommen. Vielleicht kann Nico ja im Lotto gewinnen und dann irgendwie so 2 Millionen oder wie viel das auskostet. Ich glaube echt, das kostet eine 500.000 Simoleons. Mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall schweineteuer. Auf jeden Fall über 200.000. So. Wir gehen nach Hause einfach jetzt. Müsste eigentlich so jetzt gehen. Geht auch nicht. Na gut, dann müssen wir es über M machen, über die Karte. Das ist immer so ein bisschen der Fluchtweg, ne? M. Ja, so geht es dann. So müssen wir das mal machen. Dann lädt es nämlich sofort und die Interaktionen werden automatisch abgebrochen. Ja, das ist, also wie gesagt, ich hatte das schon öfter auch im Brick Penthouse, dass die Tiere beim Baden sich da halt festbacken. Und ich denke, das ist ja auch gar nicht mal so schlecht, weil ihr habt ja sicherlich die gleichen Probleme wie ich auch. Und ja, wenn ihr auch so oft spielt. Ruf mal den Krümel zum Fressen und dann gehst du mal ins Bettchen hier, ja. Das ist immer noch schwierig. Die Bienen schlafen auch. Wir haben Haufen hier. Sehr gut. Können wir morgen was bauen? Schneemann bauen. Und. Boah, jetzt wird es wieder creepy. Kommen sind wir wieder zu Hause, wird es wieder creepy. Jetzt geht da bald die Sonne auf. Wow. Das heißt bald. Jetzt geht die Sonne auf. Ich glaube, die geht da hinten auf, hier in der Welt. Ja, oh. Jetzt geht es aber schnell. Jetzt haben wir die Zeit auch beschleunigt. Hammergeil, oder? Ach komm jetzt mal, das kann doch nicht sein, dass das so geil aussieht hier. Wie macht ihr das? Wer ruft schon wieder an? Hallo, Direktor oder was schon wieder? Ja, der ruft irgendwie jeden Tag gerade an. Geh lieber nicht ran, Nico. Ich mache hier noch ein paar Screenies. Bäm. Ich will die Felsen mit drauf. Da kann man hier so ein bisschen zoomen mit dem Mausrädchen. Das ist das geil. So, oder? So, jetzt das schöne Screen hier. Wow. Nikolein. Wo bist du denn jetzt? Jetzt kann ich dich nicht rechtsklicken. Du bist jetzt echt zur Schule gegangen. Nee, oder? Du sollst auch nicht zur Schule gehen. Faulenzen. Und jetzt die Schule früher verlassen. Ja. Er soll schwänzen. Ja, jetzt mal ernster, was soll das denn hier? Ich habe gesagt, du sollst nicht in die Schule gehen. Wir sind Ausreißer, wir sind voll kontra alles. Aufgebracht, wieso? Nein, mir geht's nicht gut, wegen Stimmungsumschwung. Ist unglaublich aufgebracht. Manchmal ist es echt hart, ein Teenager zu sein. Diese Emotionen lassen sie nur schwer im Zaum halten. Ich habe keinen Bock auf nix. Ja, nee, wir gucken mal mit den Bienen. Bienen verbünden hier. Und dann kannst du die Nuggets essen. Hol dir mal Nuggets. Haben wir noch irgendwas im Kühlschrank drin? Ah, da gibt's noch den Hotdog. Sehr, alles verdorben. Na, klasse. Ach, super. Jetzt haben wir extra Hotdog hier gemacht. 7 Stück und der ist jetzt verdorben. Kommt leider in den Müll. Und die Rechnungen. Ah, weglegen. Ist auch gut. Weglegen? Komm, wir legen die weg. Und da... weglegen. Hausaufgaben haben wir natürlich auch nicht. Voll negativ hier, ja. Und dann müssen wir doch Nuggets irgendwie essen. Was ist los, Nico? Komm. Wie der läuft. Was machst du denn jetzt? Nee. Nichts, was Geld kostet hier. Wir müssen sparen. Schnelles Ding essen. Wo ist denn das? Schnelle Mahlzeit. Haben wir es doch. Wieso geht Hähnchen-Nuggets nicht? Mikrowelle stehen. Aber wir essen die auch kalt. Dann ist mal Erdnussbutter-Chili-Sandwich. Mir ist voll kalt jetzt hier. Das ist wohl wahr.
Ja, ein bisschen kühl. Aber wir haben doch das Outfit. Boah, das schlägst ihn aber zu. Outfit ändern, da haben wir doch das Kalt-Outfit hier extra gemacht. Zieh das doch an, Jungschen. Wir müssen irgendwie zu Geld kommen, Schatzilein. Sehr gut. Ist jetzt immer noch ein bisschen kühl, jetzt bist du aber noch müde, ne? Komm, isst das Sandwich auf. Schmeckt nicht wie bei McDonald's, schmeckt viel besser, ne? Ja. Oh, ich bin voll aufgebracht. Wieso muss ich unbedingt ja sein, der obdachlos wird? Sorry. Die Leute haben es gevotet. I'm so sorry. Geh mal schlafen. Geh mal schlafen, Nico, komm. Wer schippt hier den Schnee rum? Hallo? Sandy Wagner. Was ist denn das? Hallo? Kannst du es mal lassen, bitte? Ist mein Schnee, ja? Ist auf meinem Grundstück hier. Ich glaube, du spinnst. Was bist denn du für eine Nudel? Jetzt aber kommt da Nico hier. Hallo, was schippst du hier meinen Schnee rum? Das geht ja mal gar nicht hier. Gehen Sie mal weg. Ja, ist überhaupt gar nicht hier zu melden, ja? Bau mir lieber Gemüse an. Zurechtweisen. Wüten und toben. Getränk werfen. Schubsen, wow. Sie sollen hier nicht sein, ja? Gehen Sie mal wieder nach Hause. Ich habe aber kein Flugzeug dabei. Ist voll Müll hier, der Laden. Reiß die Hütte ab hier, ja? Das ist meine Hütte. Könntest du es wagen hier, hallo? Mann. Solche Leute hier immer im Let's Play. Können Sie mir einen Staubsauger besorgen? Ja, und einen Zug, oder? Soll ich es auf die Einkaufsliste setzen? Ich werde hier gleich wütend. Und die... Oh, ich muss ins Bett. Ich muss los. Danke, das ist jetzt eigentlich nochmal sehr. Danke auch. Für nix. Es flucht sie hier noch, oder? Sandy Wagner. Was sind du für eine? Jetzt kommt er nochmal. Ich habe noch was vergessen hier, Madame. Also, gehen Sie weg für immer. Fass mich nicht an hier. Du. Oh. Boah, Nico. Was soll das denn jetzt? Oh, jetzt reicht sie aber. Bist du noch mehr aufgebracht? Ich glaube, die Ding geht nie runter jetzt hier, ne? Wüten plus 50. Provozieren. Boah, jetzt müssen wir aber abgehen, da Gesicht beleidigen. Boah, wie fies. Wir hatten noch nie irgendwie richtig so einen fiesen. Das ist nur eine Phase bei Nico, das ist nicht wirklich so. Ja, also wir müssen das auch mal machen. Ich finde das total toll. Vorgeben, tough zu sein. Ich bin voll tough. Jetzt ist er schlafen gegangen. Okay. Auch okay. Daniel hat wieder zu lange gebraucht. Und ist jetzt immer noch kalt? Oder bist du jetzt, wenn du im Bett bist, ist nicht kalt, oder? Aber du bist immer noch sehr wütend und du musst pieseln. Ja, dann probier mal hier zu pieseln. Wir lassen es nochmal schneller laufen. Ich bin den ganzen Tag verpennt hier. Ist schon wieder dunkel. Was soll das denn jetzt sein? Verwenden. Was ist mit dir los? Hast du wieder Hunger? Wir haben doch noch... Nee, schon wieder leer. Ja. Krümel, geh mal raus hier. Es geht schlecht, Nico. Wir sind draußen. Das ist so cool, oder? Ist das geil, oder ist das geil? Wo ist hier das Abwasser? Ich weiß es auch nicht. Hammer. Was ist los mit dem Bett? Rückenschmerzen. Die Matratze war hart. Da ist schon wieder der Hundedinger da. Was ist denn das wieder alles? Das glaube ich jetzt einmal nicht. Da kriegst du was zum Essen. Wow. Dag, dag. Komm, wir müssen den Schwarm einsammeln. Wie geht denn das? Ist ein Schwarm einsammeln? Ich weiß es gar nicht. Nico, komm. Wow. Unsere einzige Glühlampe. Und wir haben noch die äußeren Dinger da. Das ist so... Ne, für mehr hat es nicht gereicht. So, Schwarm ist innen drin. Das wollte ich ja ausprobieren. Dann ging das schon so schnell. Die sind aufgebracht auch. Okay. Dann gehen wir jetzt... gucken mal rum. Ist das die alte da wieder? Das ist eine andere alte. Bienen zum Angriff aufsenden. Zum Aufmuntern. Zum Angriff. Aber wo ist die alte jetzt hin? Können wir die einladen? Sandy. Einladen, abzuhängen. Hallo, Sandy. Hallo, Sandy. Ich habe Ihre Nummer komischerweise, obwohl Sie mir die bestimmt nicht gegeben hätten, aber wollen Sie mal vorbeikommen? Ich muss mit Ihnen noch was klären.
möchte lieber nicht kommen, ja, blöde Kuh. dann brauchen wir ein anderes Opfer. Oder wir rufen die nochmal an. Einladen abzuhängen. Wo wohnten die überhaupt, die Sandy? Sandy Wagner. Nicht gemocht. Die Beziehung ist angespannt und wird schließlich in die Brüche gehen. Probieren Sie mal. Sandy, wollte ich nicht doch kommen? Ich möchte mich entschuldigen. Ich möchte lieber nicht kommen. Dann besuchen wir dich. Wo wohnst du? Wohnst du da unten bestimmt, oder? Wer wohnt da? Man weiß es nicht, ne? Das steht eigentlich immer sonst dabei. Aber du wohnst nicht im Waldschloss. Das haben wir doch als Park umgemodelt. Ja, eben. Aber ein anderes Grundstück haben wir nicht. Und bei den Delgatus-Bomben wohnt die ja nicht. Dann müsste die woanders wohnen, ne? Wohnt die da? Besuchen. Ja, aber wer wohnt denn da? Wo wohnt die denn? Weiß man das irgendwo? Besuchen. Ja, aber hier steht ja dabei Delgato, ne? Müssen wir jetzt mal gucken. Und da haben wir ja auch noch ein Grundstück, oder? Haben wir da nicht noch? Nee, das ist keins mehr. Das hier gibt's. Das hier gibt's. Das Waldschloss. American Family. Oder? Ich glaube schon, ja. Ja, dann müssen wir das anders machen hier. Dann müssen wir gucken, ob die hier noch irgendwo rumlatscht. Aber das sind die alle nicht. Ich hätte so gerne jetzt einen Bienenschwarm hier losgesandt. Auf die alte. Wenn wir schon einen Feind haben. Und wenn die jetzt nicht mehr kommt, das ist ja auch doof. Ja, das ist aber wirklich so, aber echt mal. Monty. Ja, dann holen wir uns ein anderes Opfer, würde ich sagen. Wer ist das noch? Ah, das ist das Pfadfinderkind. Und hier? Brent Hacking. Wen nehmen wir denn jetzt? Voll fies, ne? Voll fies. So, wir nehmen einfach die, die sieht so ähnlich aus. Kim Thiessen, oh, das, die kennen wir schon. Bienen zum Angriff aussenden. Das will ich jetzt aber mal sehen hier. Komm, Nico. Wir senden jetzt die Bienen auf die alte. Hä? Was machen wir jetzt? Komm, mach das mal. Bist du verbuggt wieder, ne? Jetzt bist du weg. Bienen hast du eingesammelt. Hast du die jetzt echt im Inventar? Ja, angreifen, selbst mit Bienen aufmuntern. Schicken Geschenk zu holen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Machen wir das mal so. Wir schicken die Bienen ein Geschenk zu holen. Hallo Bienen, ich bin der Nico. Holt mir ein Geschenk vom American Family House am besten. Irgendwas Teures. Ja, wie toll, oder? Kommen die jetzt wieder zurück? Die kommen schon wieder zurück. Bienen sind auf Futtersuche gegangen, haben Nico ein großartiges Geschenk, ein Pyrit. Was wollen wir mit dem Stein? Das können wir auch nicht essen. Bringt er uns 10? Na gut, okay. Können wir da nochmal den Schwarm einsammeln? Wurde es kürzlich abgeerntet. Lass die Bienen etwas Zeit, um sich zu erholen. Okay. Jetzt haben wir immer noch Hunger. Jetzt haben wir einen Stein bekommen. Na klasse auch. Wir müssen jetzt noch schnell was essen, ja. Zum Glück ist das ja kostenlos, diese schnelle Mahlzeit. Was würden wir ohne die machen? Komm, hol das dir. Und dann machen wir noch ein bisschen Hundetraining. Das müssen wir unbedingt noch machen. Bei Fußtraining. Damit wir endlich diese Sachen hier ausgraben können. Es ist echt voll creepy hier. Ich finde das voll creepy. Ist voll gut. Passt voll gut. Passt voll gut hier. Wow. Geht ihr wieder laufen? Die Jenny Steffens hier. Ja, kümmere dich lieber mal um die armen Hunis hier. Streunerin Chili. So. Ne? Alles gut, oder? Braucht Vergnügen und ist, was? Elikanto, was? Was für ein Ding? Nubu. Die Stimmen sprechen die Sprache der Liebe. Wieso ist er kokett jetzt wegen seinem Ding? Gestresst wegen Training. Wegen gescheitenden Hundetricks. Ja komm, da probieren wir nochmal, Nico. Da kann ja jetzt mal nichts sein. Komm. Nächstes Mal geht's weiter hier im Let's Play. Für heute sind wir am Ende. So witzig. Nochmal ganz anderes Gameplay auch. Sonst haben wir immer so Family und so alles. Und jetzt mal hier so Einsiedlermäßig. Total cool. Halb obdachlos Nico.
bekommt auch noch ein bisschen mehr Sendezeit. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge mir am Let's Play oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Also auch die heulenden Wölfe. Jetzt fehlen nur noch die Werwölfe, ne? Bis dann. Ciao.